Master Ken Wayne. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Johnsons Botengang. Nein, nicht alles. Nein. Wir sind schlecht. Ne, jetzt mach ich noch mal. Muss ich da hoch, ne? Wie auf immer hier so viele sind, weißt du? Na, was hast du denn für Aufgaben für uns? Guten Abend, Gentlemen. Schaumann. Schulz. Ach bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Hey, Catherine, alte Schabracke. Her mit dir. Papa braucht einen Drink. Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders Kanadianer verskraft. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Ich fürchte nicht. Bei so einer Alten. Benjamin Church aber. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wo? Okay. Den nächsten auf der Liste. Darf man hier eigentlich schon klettern? Nö. No. Mir fehlt die D-Taste. Warum ausgerechnet die? Kann es nicht irgendwie J sein oder so? Hat doch nicht D. Wahrscheinlich zu oft drauf gehämmert, ey. Da, hallo. Unser, der Chirurg. Das heute ist, ja, es wird so geschrieben, ne? Chirurg? Chirurg. Chirurg. Mal gucken. Ich dachte, Chirurg immer mit EU oder so. Chirurg? Wunderbar. Charles. Sir. Charles. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Kommt. Ich zeige euch wie. Jetzt die ganzen Personen fragen. Ach, ungetaucht. Ah, belauschen. Benjamin Sarge. Wir sollten uns nicht einmischen, auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet, sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichen Tag, unerhört. Der Hund ist geil. Die Feindseligkeiten im Grenzland nehmen zu und sowohl britische als auch französische Truppen suchen die Unterstützung der Ureinwohner.
verloren, muss das Zaunzeug gerichtet werden. Hufni Collins in der Hallo. Schöner Hund. Wenn du deine Kaufkraft zeigst, dann wird näher. Das skandalöses Benehmen von einem, der Chirurg werden will, kann er vergessen. Oh, doch, Chirurg. So viel trinkt. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern werden sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich ihn nicht mehr holen. Nicht klar. Voll und ganz ruiniert. Richtung nach Osten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke und anderen verrufenen Orten. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Okay. Auf die nächste Kirche klettern und synchronisieren. Yay, wieder synchronisieren. Synchronisieren ist geil. Zack. Scheiße, doch, war richtig. Die Grafik gefällt mir auch viel besser als vom anderen Teilen. Hey. Aber ich will Connor spielen. Das ist nicht Connor. Da hinten. Klettern wir immer noch über Häuser. Da hinten müssen wir hin. Wo? Nice. Geiler Move. Klar. Du Bauer. New South Meeting House. Okay. Sagt mir bisher lang noch nichts. Irgendwie. Wupp, wupp, wupp. Hup. Komm, komm, komm. Ja, wir sind an der Spitze. Erstmal umgucken. Bis bevor sie wieder synchronisieren. Alter. Richtig gut. Boah, das hinten ist sogar ein Galgen im Sonnenlicht. Synchronisieren. Dann höre ich mal so. Mit ein bisschen Glück. Er ist einer von denen, wo Benjamin ist. Da ist ein Heuhaufen. Seltsame Vorkommnisse. Durch Fenster klettern will ich auch immer. Moment. Hier. Zack. Ich hab die Herolde gefragt, aber sie wissen nichts. Vergiss es! Die lügen! Nein! Was soll ich tun? Du bringst nichts, wenn ich gucke. Taten sagen mehr als 1000 Worte, mein Freund. Pack einen von ihnen an den Schandstock. Mal sehen, was ihr dann so brabbelt. Wenn ich das ohne Grund tue, singen sie bald wieder für uns. Das Letzte, was wir brauchen, sind Stadtschreier, die sich über unsere Macht aufbeschweren. Da ist ein Fenster. Dann vergiss es. Das Gräuel ist getan. Die Mörder sind fort. Und die, die was wissen, werden nichts sagen. Wenn die Stadt solche Schufte duldet, soll sie auch den Preis dafür zahlen. Das garantiere ich dir. Okay. Einfach mal abhauen. Zeugchen drauf. Da ist doch ein Fenster offen. Warum kann ich da nicht durch? Anscheinend wird da hinten was angezeigt. Gehen wir halt mal dahinter, ne? Und hör auf zu ruckeln.
Da. Nö. Siehst mich nicht. Da waren drei, nein, vier von ihnen, allesamt von üblem Ruf. Alter, bei jedem Teil gibt's immer so eine nervigen Tussen oder was weiß ich, Kinder. Er ist die Bettlerin im ersten Teil. Nee, im ersten Teil waren die Bettlerin und die komischen Behinderten. Im zweiten Teil waren es irgendwelche anderen und jetzt hier im dritten Teil sind so kleine Kinder, ey. Und zum nächsten Gebiet. Okay. Das muss hier irgendwo hin sein. Nö, ich geh nicht runter. Ich will hier oben bleiben. Bleib auch oben. Da ist ein Fenster, warte mal. Kann ich mich aber festhalten? Ich versteh's nicht. Welcher Taste? Guck mal, da kann ich durch Fenster springen. Fuck. Jetzt aber. Ha. Was ist das da? Mit dir? Du machst dich sofort da runter! Na, guck mal, da hinten wird da was angezeigt. Was ist das hier? Ach, Wachenlager. Fort Hillern, südliche Artillerie. Ach du Scheiße. Südliche Artillerie. Was haben wir denn da hinten? Wird doch irgendwas angezeigt. Warte mal. Korde. Korde sagt nix. Irgendwas soll hier im Umkreis sein. Okay, wir bleiben lieber im grünen Bereich. Ist besser. Ist besser. Rücke, 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 rücke. Ich sollte mal die Programme hinten ausmachen. So, das gesperrte Zone. Da haben wir ein Fenster offen. Da haben wir noch. Man trifft nur noch Gelump und Gesocks auf den Straßen. Gerade heute bin ich wieder welchen. Fällt nicht auf. Erzähl! Unten bei der Kirche. Ein paar Männer hetzten vorbei, als einer von ihnen plötzlich zu Boden fiel. Aufgeschlitzt. Ich überlegte noch, ob ich ihm Hilfe anbiete. Aber so, wie die dreinblickten, ließ ich es lieber. Sicher besser so. Das sind nicht die Leute, mit denen man sich anlegen will. Seht ihr, Charles? Wir werden Church schnell finden, wie ich gesagt habe. Wenn ich fragen darf, Sir, wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen wird wie ich, ist das eine Voraussetzung. Wahrnehmung ist fundamental für den Orden. Sie führt die Füße beim Laufen und Klettern, steuert die Hände beim Zuschlagen im Kampf. Aber das Wichtigste sind die veränderten Sinne. So beginnen wir, die Welt ganz anders wahrzunehmen. Vorsicht, das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihn voranschleichen.